Und das hier ist jetzt so mehr oder weniger das, was daraus resultiert ist. Also hier ein mega Loch in meinem Haus. Hallo Minecraft, willkommen zu einem, ja, zu einem kuriosen Let's Play erstmal. Und zwar seht ihr hier einen Mega Rubber Wood Tree direkt in meinem modernen Haus. Also ich nehme an, ihr wisst noch, dass ich vor einiger Zeit unter dem modernen Haus eine Baumfarm angelegt hatte. Und jetzt brauche ich unbedingt Rubber. Und dann habe ich hier unten einfach mal hier so einen Rubber Sapling gepflanzt, der mir aber nicht als Mega angezeigt wurde. Ja. Und das hier ist jetzt so mehr oder weniger das, was daraus resultiert ist. Also hier ein Mega Loch in meinem Haus. Und der Baum ist einfach da durchgewachsen. Und jetzt ist natürlich mein Harvester erstmal beschäftigt. Aber ich nehme an, dadurch werde ich auch genug Rubberwood haben. Ja, ich habe nämlich in der Zwischenzeit hier schon wieder ein bisschen gebaut. Hier am modernen Haus. Habe hier oben noch eine Etage draufgesetzt. Und hier oben schon Areal, eigentlich, ja, vorbereitet. Und auf das, das soll hier ein bisschen ein Öko-Haus werden. Ja, und hier werden dann eben Solarpanels entstehen. So ist das geplant. Und dafür brauche ich eben den vielen Rubber. Den werde ich jetzt wohl, wenn hier das Teil fertig ist, auch haben. Aber es war ein bisschen sehr merkwürdig. Ich habe gar nicht erst verstanden, was da los ist. Weil ich ja gedacht habe, ich habe ganz normale Rubber Saplings angepflanzt. Ja, so kommt's halt. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Reparaturleistung vollbringen. Den nehmen wir auch mit. So, hier pflanzen wir jetzt einfach alles mal zu. Geht ja zum Glück mit dem Builderspawn ganz schön flott. Wie habe ich jetzt davon keine mehr? Ja, ausgegangen. Egal, machen wir damit. Marble haben wir noch 8. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, passt sogar. Okay, ja, wir müssen jetzt halt erstmal wieder schnell die Schäden beseitigen. Habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas passiert. Weil ich einfach angenommen habe. Ich habe einfach angenommen, dass es ganz normale Saplings sind. Ich hoffe mal, der Harvester arbeitet weiter. Ja. Ja, Mavia ist auch da. Ja, Harvester arbeitet. Aber das mit dem Baum ist halt ein kleiner Fail. Naja. Gut, wir gehen jetzt mal zurück in unser erstes Häuschen. Weil ich muss jetzt eben den Rubber erstmal erschaffen. Und dann, ja, in der nächsten Folge werdet ihr auf jeden Fall sehen, was ich mit dem vielen Rubber vorhab. Also eigentlich habe ich es euch ja schon gesagt, ich will Solarpanels für mein Dach machen. Ein bisschen grüne Energie. Na, hier runter, zack. So, jetzt gucken wir mal. Ja, wir haben schon mal 500 irgendwas. Und hier sogar 500 Raw Rubber. Das ist natürlich noch besser. Das hauen wir gleich mal alles hier in den Ofen.
WB. Ah ja, meine Pickaxe hat hier Mining boosted. Okay, und Rainforest 3 hat Rainforest 1 hat sie vorhin gekriegt. Ja. So, wir wollen uns ein paar Solarpanels bauen. Da machen wir uns mal noch ein paar von denen hier. Weil ich glaube, dafür brauche ich welche. Und ich mache einfach mal Solar. Ja, ich brauche einen Haufen von den einfachen Solarpanels. Das heißt, ich brauche noch Coal Dust. Da machen wir auch mal ein paar. Das hauen wir in den Messerator. Was brauchen wir noch? Ich brauche gar keine. Zu spät. Generatoren. Okay. Einen Hammer. Den Hammer hatte ich doch vorhin hier. Oder? Ich eben auch bemerkt. Ja, einen Hammer brauchen wir. Ah, hier ist er. Den habe ich schon hier rein. Dann brauchen wir Tin. Machen wir mal ein Deck voll. Na, warte, da können wir noch ein paar machen. Wurde beim im Inventar als normaler angezeigt. So, jetzt müssen wir noch ein paar Tin-Cable machen. So, die cutten wir hier mal. Dann brauchen wir Rubber. Und dann haben wir hier schon mal neu 21 von den Kabeln. Generator, das da. Batterie, komm. Redstone brauchen wir noch. Davon haben wir ja alles genug, das ist der Vorteil. Warum geht es jetzt nicht? Ah, ich brauche Casting-Teile. Tin. Das heißt, ich muss die nochmal mit dem Hammer bearbeiten. Hammer habe ich aber nicht mehr. Ja, aber das machen wir einfach kurz. Hammer sind ein paar Eisen und ein paar Sticks. So, das ist der Hammer. Ich glaube, ich krieg sogar doppelte Anzahl raus. Das ist sehr cool. So, und dann haben wir hier mal eine Ladung Batterien. Die kommt dahin. Dann brauchen wir Iron. Haben wir hier noch Sticks. Dann machen wir hier nämlich gleich mal ein paar Hämmer. Iron. Eins und noch ein. Das reicht erstmal. Dann brauchen wir noch mehr Iron. Und da habe ich gar nicht mehr so viel. Dann müssen wir wohl ein paar Blöcke wieder umwandeln. So, Hammer. So, nächster Hammer her.
Gut. Vierundzwanzig. Achso, viel brauchen wir gar nicht. Und dann brauchen wir noch für einen Generator Iron Furnaces. Okay. Und dann müssen wir da noch welche machen. So, Iron Furnace war, glaube ich, so, so und so. Ach, ich mache das alles viel zu umständlich. Hammer. Draufkloppen, haben wir 12 weitere. So. 4, haben sie 3, 4. Die legen wir mal da ab. Und dann brauchen wir noch. Was ist denn hier bei. Oh. Also, so langsam wird es hier ziemlich merkwürdig. Überall kommen irgendwelche Blöcke. Im modernen Haus habe ich auch irgendwelche Blöcke entdeckt. Was brauchen wir? Cobblestone für Öfen. Oder haben wir hier sogar welche drin? Nee. Quatsch, Cobblestone. Einmal, zweimal. Dann gehen wir die Öfen hier unten rein. Und wir haben die ersten Generatoren. So, die Generatoren kommen dahin. Was brauchen wir noch? Glas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Gut, dann brauchen wir Coal Dust. Da müssten wir hier eigentlich schon was haben. 24. Das löschen wir mal raus. Und Rubber. Ja, haben wir auch was. wir brauchen noch. Wie heißt denn das andere Zeug? Copper. Wir müssen uns ja noch ein paar Kabel machen. Dann nehmen wir erstmal den Hammer, der noch da drin ist. Das Zengshir und dann machen wir Kabel draus. Dann brauchen wir wieder Rubber. Dann brauchen wir wieder Iron Plates, glaube ich. In die Mitte und Redstone außen. War das richtig? Ja. Okay. Dann können wir hier schon die ersten Solarpanels heute machen. Obwohl wir. Ah ja, okay. Obwohl wir eigentlich ja, mit dem falschen Ding gestartet sind. Haben wir jetzt mal drei. Gucken wir mal, ob wir da noch Kabel haben. Ne, haben wir nicht. Ja, wir haben uns drei Solarpanels gemacht. Außerdem hoffe ich mal, dass der. Ja, das Bäumchen da ein bisschen geschrumpft ist. Und, ja. Außerdem habe ich die dabei. Condit Facade, ja, habe ich dabei. Weil ich will natürlich die Kabel verstecken im modernen Haus. Der Harvester ist immer noch beschäftigt. Ja, der wird wohl auch noch eine Weile brauchen. Jetzt gucken wir mal. Solarpanels stellen wir hier hin. Wir kriegen jetzt natürlich keinen Strom. Ist natürlich ganz easy. Weil. Unten drunter, oben drüber, die
Guck mal, ich weiß gar nicht, ob die. Die verbinden sich gar nicht. Nein! Nein, das ist ja schade. Gut, dann muss ich dafür eine alternative Stromquelle finden. Dann wird es wohl gar nichts mit den Solarzellen. Das werde ich mir aber nochmal genau überlegen. Weil ich möchte hier eben, wie gesagt, ein alternatives Stromsystem haben. Und dann müssen wir eben mal gucken, was uns da einfällt. Der Harvester arbeitet hoffentlich noch. Ja, man hört ihn. Sehen tut man gerade nicht. Ah, doch, hier. Ja. Das war die Folge vom vom Mega Rubberwood Tree. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.